sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 781. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid am Freitagabend. Was könnte eine gute Strategie sein, wenn man mit der Bahn fahren möchte, aber dafür nichts bezahlen will? Na, vielleicht schaut man einfach, an welcher Stelle steigt der Schaffner ein und dann setzt man sich genau ans entgegengesetzte Ende des Zuges, weil man weiß, die halbe Stunde, die man selbst für die Fahrt braucht, schafft es der Schaffner nicht, von einem Zugteil mittels Kontrolle aller Fahrgäste nach Fahrkarten zum anderen Ende des Zugteils zu kommen und dann kann man aussteigen und muss nichts bezahlen. Ich weiß nicht, ob diese Strategie bei einer Mitfahrerin im heutigen Metronom von Hamburg nach Bremen zur Anwendung kam. Ich bin heute das erste Mal mit einem Metronom gefahren. Das ist eine Privatbahn hier im Norden Deutschlands, aber es kann auch gut sein, dass die vielleicht in anderen Städten oder Landesteilen auch noch fährt. Auf jeden Fall sind die Wagen blau-gelb lackiert und es kommen Doppelstockwagen zum Einsatz. Kannte ich bisher nur aus der DDR. Früher in der DDR, da gab es sehr, sehr viele Doppelstockzüge, weil man sparte dann doch einiges. Und der Metronom hat jetzt auch diese Doppelstockzüge. Zumindest ist es mir als erstes Mal so richtig aufgefallen. Und ich saß an einem Ende des Zuges. Aber ich saß zunächst am anderen Ende des Zuges, nämlich an dem Ende, wo der Schaffner eingestiegen ist. Dann wurde meine Fahrkarte kontrolliert und dann fragte ich, wo befindet sich denn hier eine Steckdose? Weil mein Akku vom Laptop war leer und ich wollte ein bisschen arbeiten heute Morgen. Und dann sagt der Schaffner, genau einmal durch den ganzen Zug durch am hinteren Ende, da ist die erste Klasse, da gibt es Steckdosen. Ich müsste allerdings 12 Euro bezahlen als Upgrade in die erste Klasse und dann könnte ich da Platz nehmen und meinen Laptop anstecken. Und da es sehr wichtig war, vor meinem Termin heute noch zu arbeiten, dachte ich, okay, jetzt musst du wohl die 12 Euro zahlen. Bin durch den ganzen Zug gewandert und nahm in der ersten Klasse Platz, wo außer mir nur noch eine Frau saß, die ehrlich gesagt gar nicht so aussah, als könnte sie sich eine Fahrt in der ersten Klasse leisten, so von der Kleidung her und von allem. Jedenfalls sind wir dann auf der Hälfte in etwa zwischen Bremen oder zwischen Hamburg und Bremen gewesen und sie stieg aus. Zu einem Zeitpunkt, wo der Schaffner wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte des Zuges kontrolliert hatte, weil das dauert ja auch immer eine ganze Weile, Bahncard zeigen lassen, bei den Passagieren, die keine Fahrkarte haben, eine neue Karte verkaufen und. Ich weiß nicht, ob die Dame, die da heute in der ersten Klasse war, wirklich strategisch gehandelt hat oder ob es einfach Zufall war oder ob es vielleicht eine Frau war, die sich die erste Klasse spielend leisten kann und die das nur nach außen hin sehr gut getarnt hat. Aber wenn, wäre es vielleicht für Metronom billiger, einfach einen zweiten Kontrolleur einzustellen, der vom anderen Ende des Zuges auch anfängt zu kontrollieren, weil dann könnte man, wenn man diesen einen Betrag kassiert, schon wieder eine Stunde Arbeit einsparen bzw. reinholen für eine Arbeitskraft und die würde dann sogar mehr als den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, der zumindest für die Postbranche bereits gilt. Also wäre sicher mal eine Idee, sicher eine tolle Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, mehr Schaffner einzustellen, um solchen möglichen Betrügereien auf die Schliche zu kommen und das Geld auch noch einzunehmen, denn berechtigt ist es ja, wer die Dienstleistung in Anspruch nimmt, der muss halt einfach zahlen. Wenn man dann so den ganzen Tag unterwegs ist, kriegt man eine Menge nicht mit. Wenn man dann abends nach Hause kommt und das Radio einschaltet, dann erfährt man, was am Tag so alles passiert ist. Und da komme ich auf ein Ereignis zu sprechen, zu dem es etwas Vergleichbares gibt. Bei der vorletzten Bundestagswahl, da sah es für die SPD und damit für Kanzler Gerhard Schröder gar nicht so gut aus. Es sah eher so aus, als würde die CDU relativ hoch gewinnen. Und dann kam ein Ereignis, was alles auf den Kopf stellte, nämlich die Oderflut, das Oderhochwasser. Im deutsch-polnischen Grenzgebiet stieg die Oder über ihre Ufer und überschwemmte ganz schön große Bereiche und brachte viele Menschen in Not. Und dann ist natürlich schnell der Kanzler Gerhard Schröder hingefahren, war immer in den Abendnachrichten, war immer zu sehen. Er war der Macher, er war der Tatkräftige, der allen gleich Hilfe versprochen hat und. Und siehe da, er stand als Retter in der Not da, der Wähler, der hat es zur Kenntnis genommen und hat entsprechend abgestimmt. Gerhard Schröder ist mit knapper Mehrheit nochmal Kanzler geworden. Und jetzt spielt sich diese Tage etwas Ähnliches in Hessen ab.
die hessische CDU weiß nicht so richtig, wie sie mit dem Umfrageerfolg der SPD umgehen soll. Und da passierte ja in München kürzlich ein furchtbares Verbrechen. Jugendliche Täter griffen einen Rentner an. Und Roland Koch, der aus meiner Sicht so machtversessen ist, dass er sich für nichts zu schade ist, hat das dankend aufgegriffen und hat gleich mal ein paar Parolen losgelassen, die aus meiner Sicht unter der Gürtellinie waren, um sich wieder in den Medien zu positionieren, um vielleicht damit doch noch das Ruder rumreißen zu können. In meinem Freundeskreis und eigentlich bei allen Menschen, die ich kenne, habe ich so die Meinung rausgehört, dass jeder im Prinzip nur froh ist, wenn dieser Koch endlich weg ist. Aber es steht zu befürchten, dass er es mit diesem Trick wieder schafft. Nur diesmal darf man nicht drüber reden. Damals bei Gerhard Schröder, da durfte die Presse das schreiben, dass ihm die Flut genutzt hat. Wenn heute der Herr Struck von der SPD sagt, dass dem Koch das genutzt haben könnte, dann geht gleich die CDU da drauf los und ach, was für eine Geschmacklosigkeit, was für eine Frechheit. Keine Ahnung, warum die da jetzt so böse reagieren. Wie seht ihr das als Nachtzug nach Hamburg-Hörer? War das ein Missgriff von Roland Koch, sowas zu thematisieren, also dass er quasi mit diesen markigen Parolen gegen die jugendlichen Ausländer zu Felde zieht? Oder ist das ein legitimes Wahlkampfmittel? Ist es in Ordnung, dass Peter Struck das quasi unterstreicht? Oder ist das nicht in Ordnung, dass man sowas laut in der Presse sagt oder in die Mikrofone der Nachrichtenagenturen? Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Schreibt mir die gerne an nachtzug@email.de oder macht einen Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Berlin, wo ich mit meiner Lieblingskollegin ihren Geburtstag feiern. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.